Freunde, bitte da ein bisschen raufzukommen für eine kurze Info. Kurze Information, bevor wir auf die Ausfahrt gehen. Ich darf hier begrüßen, und das freut uns außerordentlich, der Sepp Schürmer und meine Wenigkeit Bruno Felmen, die das einmal auf die Beine gestellt haben, können mit dem Herrn Dr. Vedova, das ist der Sohn vom Firmengründer, Kontakt aufnehmen, und er ist heute mit seinem Sohn, wo ist er? Irgendwo da hergekommen. Und der zweite, der dazugehört, der Adolf Bühler, das ist auch der Sohn. Also sie zusammen sind eigentlich Söhne gewesen, von diesen Gründern. Und ganz herzlichen Dank und schönen Applaus, dass ihr gekommen seid. Wow. An dieser Stelle auch noch danken dem Sepp für die Mitorganisation. Er hat eine bessere Beziehung als ich, die nicht Willi Sauer bin, zu der Stadtregierung und hat das organisiert mit der Stadtregierung, als wir hier haben dürfen und den Platz. Dann weiter möchte ich mich auch bedanken bei allen, die hier gekommen sind, jetzt an das Treffen. Das ist überwältigend, ich habe nicht mit so viel gerechnet. Es ist ja doch die Gründung und der Steg von der Universal gewesen. Dann weiter möchte ich auch noch hier begrüßen den Willi Jansen. Wo ist er? Willi. Komm. Der Willi Jansen, das ist ein Urgestein von der Universal. Er ist dieses Jahr 90 geworden und das war auch ein bisschen die Absicht von mir, dass wir ihn mit dem und das erste Treffen in Willis auch machen. Schön, bist du auch da, Willi. Er ist ein ganz begeisterter Universal und auch ein grosser Teilesammler und immer noch Produzent. Er ist immer noch jeden Tag aktiv, steht in der Werkstatt und arbeitet. Voilà, merci vielmals. Bitte genügend Abstand nehmen, vorsichtig fahren und jeden so, wie es selber für wichtig findet. Und ich wünsche euch eine gute Ausfahrt. Dann würden wir jetzt langsam anlegen, aufkolonieren und der Ivo und der Jörg starten dann Motoren starten vorne und wegfahren. He? Super, herzlichen Dank, gute Ausfahrt. And when you come, I promise.